Oh, Lele. Oh, la. Ja? Ah, der ÖFB, ja? Nein, die Gruppenspiele schaue ich gar nicht. Ich bereite mich aufs Achtelfinale vor. Was? Gruppenletzter? Wieso? 0-2 gegen Ungarn. Geh bitte! Das werden wir anfechten. Anfechtung, wir gehen vor den Verfassungsgerichtshof. Naja, bei der miserablen Verfassung unseres Fußballs. Und dass wir gegen den ungarischen Jogginghosen-Tormann auch noch verloren haben, ja? Der nicht ausschaut, als wäre er im Fernseher, sondern zu Hause vorm Fernseher. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gruppenletzter. Und was soll ich bitte jetzt mit dem ganzen rot-weiß-roten Plastikkrempel machen? Ohne EM gilt das ja schon als Wiederbetätigung. ÖFB, hör zu. Hey, ich weiß, wo es hapert. Ja, wir müssen die Bundeshymne wieder ändern. Unsere Burschen sind ja schon vor dem Anpfiff komplett verunsichert. Ja, entweder sie singen die Hymne mit Töchter, ja, und dann bekommen sie nachher die Hate-Mails von den Fans. Ja, oder sie singen die Hymne ohne Töchter und dann bekommen sie nach dem Spiel eine saftige Abreibung von unserer Botschafterin Ursula Plasnik. Herzlich willkommen bei Unkorrekt, liebes Fake-Publikum hier in meinem virtuellen Studio. Mein Name ist Georg Anton und das ist die Satire-Show, bei der Sie die Gags schreiben können. Die österreichische Fußballmannschaft hat sich bei der EM also ganz dem olympischen Gedanken hingegeben. Dabei sein ist alles. Nach der Zitterpartie Portugal-Österreich wird immerhin unser Torwart Robert Almer von den Fans als Man of the Match gefeiert. Ich glaube, er war der Österreicher mit dem meisten Ballkontakt. Glaube ich. Ein unerwartetes Sexismus-Foul leistete sich dabei der grüne Wahlkampfleiter Lothar Lockel auf Twitter, als er schrieb: Die Stange ist heute unser 13. Mann. Bei den Grünen ein absolutes No-Go. Schließlich weiß man, dass für die meisten starken Stangen schöne Frauen verantwortlich sind. Ich fasse zusammen. Wir sind Gruppenletzter und die EM können wir vergessen. HC Strache würde sagen, wir sind Ex-Equo-Sieger und die Europameister der Herzen. Apropos Schuld ist immer der Schiedsrichter, kommen wir zur Politik. Die FPÖ will jetzt tatsächlich die Bundespräsidentenwahl wiederholen lassen. Ja, hallo, geht's noch? Wie oft soll man denn wählen, bis es denen passt? Oder um es mit den Worten von Alexander van der Bellen zu sagen, Zitat: Aber bei den Blauen gibt es scheinbar nur zwei Kategorien von Wahlergebnissen, gewonnen und Wahlbetrug. An dieser Stelle muss ich auch insbesondere die Frauen warnen. Denn das simple Prinzip Ja heißt Ja, Nein heißt Nein scheint bei Strache und Co. nicht zu gelten. Dort gilt Ja heißt Ja, Nein heißt nochmal. Die Wahlanfechtung ist also Realität und der Verfassungsgerichtshof wird über eine Stichwahlwiederholung entscheiden. Die Reaktionen der internationalen Presse waren durchwegs positiv. Nach der Enttäuschung im Mai hoffen sie erneut auf ihre Hofer-Story. Alexander van der Bellen reagierte auf die Anfechtung bis jetzt aber sehr gelassen, was übrigens auch die einzige Emotion ist, die er hat. Er kann gar nicht anders. Er sagte in einem Interview: Was uns als Land eint, ist der Glaube an den Rechtsstaat und an seine Institutionen. Und weiter, sowie an die Chance, dass ein 72-Jähriger vielleicht doch bald seine Pension im Kaunertal genießen kann. Die Trafiken haben aktuell ein Buch über van der Bellen zu kaufen mit dem Titel Präsident der Hoffnung,
sein Leben, sein Sieg, sein Plan für Österreich. In der neuen Ausgabe dann der Verfassungsgerichtshof, der Wahlkampf bei 35 Grad, jetzt haben wir den Salat. Also, worum geht es eigentlich? Laut Verfassungsrechtlern ist der Großteil der Vorwürfe der FPÖ juristisch staatsadministrativ spannend, also langweilig. Aber das ist interessant. Die FPÖ beschwert sich über, Zitat, psychischen Druck durch soziale Medien, der die Wähler zu Van der Bellen getrieben haben soll. In der FPÖ verspürt man es also als psychischen Druck. Die meisten Menschen sagen dazu aber einfach nachdenken. Manche Vorwürfe wiegen schwer. Laut Freunden von Norbert Hofer durfte in vielen Teilen unseres Landes überhaupt nicht gewählt werden. Von Bayern bis Mecklenburg-Vorpommern keine Wahllokale. Generell stoßen sich die Blauen ja an der Briefwahl. Hauptkritikpunkt: man muss dafür lesen und schreiben können. Der Verfassungsgerichtshof hat den gesamten Juni für das Verfahren freigeräumt. Zeitliche Probleme könnten aber trotzdem vom Team Van der Bellen kommen. Man erwartet bei jeder Stellungnahme Van der Bellens mehrere Tage Bedenkzeit. Van der Bellen will sich am Verfassungsgerichtshof aber sicher nicht kampflos geschlagen geben. Angeblich zahlt er bereits wieder seinen Mitgliedsbeitrag bei den Freimaurern. Weiter geht's im nächsten Video.